Dieser kleine Wurm hatte alles ruiniert. Ich musste Fedras Leiche verschwinden lassen, bevor ich mich um ihn kümmern konnte. Als ich ihn schließlich aufbespürt hatte, trug er eine Rüstung der Borstenen Bruderschaft und verließ zusammen mit ihnen das Dorf. Ich habe andere Fragen noch. Sandro hat mir eine ziemlich interessante und andere Version der Ereignisse erzählt. Sie schaut dich feindlich an, du bist hartnäckig, was? Gut, wie du jetzt wahrscheinlich weißt, war Fedea Letians Enkeltochter. Das bedeutet, dass Letians Kreuzung im Grunde ihr gehört hat. Jeden Monat trieb sie von den Händlern eine Gebühr ein und setzte diese Ringe dazu ein, den Marktplatz für sie in Schuss zu halten. Sie trieb nebenher ein, als die Bedürfnisse des Marktplatzes erforderten. Dabei dachte sie niemals daran, dass wir diese Ringe auch gut gebraucht hätten können. Ich sagte ihr, sie sollte die Gebühren erhöhen, dass die Händler sich das leisten könnten. Sie weigerte sich aber. Diese schmutzigen Händler sind alle besser dran als ich. Man kann auch auf andere Art Ringe verdienen. Da Fedea jetzt nicht mehr da ist, hast du die Kreuzung geerbt und kannst verlangen, was du willst. Man kann sich auch auf andere Art Ringe verdienen. Das sagst du nur, weil du ein Schicksalsbinder bist. Leute werfen förmlich mit Ringen nach dir, damit du ihre Probleme löst. Sie reckt ihr Kind trotzig in die Luft. Da dieses Dorf jetzt mir gehört, kann ich verlangen, was ich will. Jetzt kann ich endlich das Leben haben, was ich verdiene. Das Einzige, was mir noch im Weg steht, ist dieser Wurm Sandro. Du wirst schon bald genug Ringe verdienen, damit du jemanden dafür bezahlen kannst, ihn zu töten. Ich werde den Zoll von Tunos Gericht auf dich herablegen lassen, wenn du nicht dafür sorgst, dass sich das hier für mich lohnt. Nein, Sandro ist dein Problem. Ich werde meine Hände von diesem Durcheinander reinwaschen, dich eingeschlossen. Also gut, ich sollte wohl glücklich darüber sein, dass du mich nicht meldest. Hier, das wollte ich nicht. Komm wieder her. Right. Habe ich den Text falsch gelesen oder war falsch übersetzt? Eigentlich wollte ich das Missstück ja kalt machen. Dafür, dass sie mich hier einfach meint, mich hier benutzen zu können. Und mich auch noch dazu verleitet, einen Mord zu begehen. Also nochmal zu ihr. Leider gibt es hier keinen Schnellbutton, dass ich schneller rennen kann. Man kann nur noch die Zeit anhalten. Weil so könnte ich mir wahrscheinlich, wenn ich sie mal töte, mir auch ein bisschen Gunst bei Blinden Mark einkassieren. Der sieht das ja gerne. Ja, das kennen wir alles schon. Das lese ich nicht nochmal vor. Warum suchst du einen Schicksalsbinder? Warum hast du sie getötet? Warum jetzt nicht früher? Woher weißt du, dass Kyros eine Frau ist? Offensichtlich erholte sie sich wieder. Also musstest du deine Pläne ändern. Was anderes. Warum war diese Halskette für dich so wichtig? War sie eigentlich nicht. Ich wollte sie nur als Beweis für Sandros Tod. Ich hätte sie als Trophäe aufbewahrt. Als Erinnerung, dass letztendlich doch ich gewonnen habe. Ja, mehr gibt es nichts zu tun. Eine andere Version erzählt, ja. Man kann auch auf andere Art Ringe verdienen. Ich habe genug gehört. Du ekelst mich an. Das ist bedauerlich. Ripping with claws. So. Deas Halskette macht Anmut plus 1 Gewandtheit. Okay. Und damit wäre die Rache der Witwe wohl auch abgeschlossen. Ja. Hat aber leider bei unserem guten Bläden Mark
Nichts ausgelöst. On it. Weil ich gehe immer davon aus, dass Blade Mark uns zusieht. So, dann reise ich mal zu unserem Turm zurück und hol mir mal Sirin. Weil leider in den Turm des Sonnenuntergangs komme ich noch nicht. Mal sehen, ob Sirin da sich jetzt auch schon eine Horde von Anbetern zusammengestellt hat. Nein, sie steht einfach nur darum. So wie Lyra da oben und Ebb dort. Fatebinder, it is good to see you. By this point, I've usually been passed off to someone else for more training. Es freut mich, dich zu sehen, Schießersbinde. Bisher wurde ich immer spätestens an diesem Punkt jemand anderen weitergereicht, um noch mehr zu lernen. Sirens Miene zeigt eine Mischung aus Verwirrung und Hoffnung. What do you need? Was brauchst du? Ich möchte, dass du mit mir kommst. Well then, let's go. If you're gonna teach me the wonders of the world, it's not gonna happen here. Nein. Dann lernen wir bis später. I will return to our holdfast at once. So. Sirin benutzt einen Magierstab, das war zu erwarten. Haben wir dazu vielleicht noch einen besseren? Aber der Eisen gefunden. Oh, ist der Film. Ach nee, Beric hat ja die Beherzte, das ist ein Artefakt. Der haben wir leider nicht. Gut. Da müssen wir mal für Sirin ein bisschen nach Zeug gucken gehen. Nee, Morgenstern der Borsten Bruderschaft bringt dir leider nicht viel. Und wenn ich richtig sehe, haben wir keinen Magierstab für sie übrig gerade. Doof. Okay, da muss sie halt mit dem hier auskommen. Rüstung bringt ihr gerade nicht wirklich was, was sie da trägt. Kann ich irgendwie nach Gegenstandstyp mal sortieren? Kann ich hier ja auch machen, oder? Ach, ist schon sortiert. Schilde, Dolche, Bögen. Nee. Das heißt, zuerst kommen schwere Rüstungen, oder? Ja. Kann ich hier den Händlerwams anziehen? Sieht zwar nicht so gut aus wie das Kleid des Siegenvogels. Aber bietet etwas mehr Schutz. Brauchst du Armschienen nicht? Nein. Das sei schwere. Wo ist die leichte Rüstung? Da. Dann kriegt sie hier leichte Rüstung. Den da kann ich nicht abnehmen. Schattenmaske des Singvogels. Ein komplexer Schließmechanismus auf der Rückseite dieses aufwendig verzierten Helms sorgt dafür, dass er an Sirins Kopf befestigt bleibt.
Wenn die Archonte der Lieder die Stimme erhebt, beginnt der Edelstein in ihrer Stirn rot zu blinken, wie als Warnung. So sehr du dich auch bemühst, es gelingt dir nicht herauszufinden, wie dieses einzigartige Stück gefertigt oder befestigt wurde und schon gar nicht, wie es sich entfernen lässt. Vielleicht haben wir da irgendwann die Möglichkeit zurück. Jetzt braucht sie noch Stiefel. Da haben wir leider nur Bärhautstiefel hier oder Hornstiefel. Lebenskraft, 20 Max Gesundheit, da kriegt sie die. Wobei ich die auch gut gebrauchen könnte. Nö, Fernkampfgenauigkeit ist da doch besser für mich. So, und Amulette. Bei den kritischen Treffer Frostschaden. List. Regenerierend und entopisch. Nö. Anmut. Plus 1 Gewandtheit. Sie kriegt auf jeden Fall Lebensregeneration und sie kriegt Anmut. So. Das ist gerade auf 12. Machen wir mal 14 draus. Das machen wir auf 10 bei ihr. Das alles auf gleich Wert ist. Da machen wir auch mal 12. Da geben wir auch einen Punkt mal drauf. Abklingzeit von Fähigkeiten und Zauber klingt auch immer gut. Und nochmal mehr Zauberstärke. Lieder. Hat sie vom Anfang an voll? Okay. Ach, sie ist so eine Art Bardin, hä? Doppelte Vokalisierung. Durch die meisterhafte Beherrschung ihres stimmlichen Potenzials und die Hilfe ihrer Magie erlangt die Sirin die Fähigkeit, zwei Lieder gleichzeitig zu singen. Okay. Frieden oder Krieg? Sirins Eri stärkt die Entschlossenheit der Gruppe. Sirin stößt eine schnelle Schallwelle aus. Frieden klingt eigentlich besser. Kann Sirin mehrere Minuten lang Atem beibehalten? Erhöht die Menge an Atem, der am Ende des Kampfes zurückbehalten wird. Atem, jetzt müsste ich wissen, was Atem ist. Aber Frieden klingt irgendwie etwas besser. So. So, das hier. Sirin verlangsamt ihre stimmliche Progression und damit das Tempo ihrer Lieder. Ihre Strophen dauern länger an, während gemächliches Tempo aktiv ist. Das klingt nicht schlecht. Was kann ich eigentlich noch bei Krieg machen? Wird für kurze Zeit zerrüttet. Hindert dieses Feld für kurze Zeit. Nö. Durch vorsichtige Zurückhaltung kann Sirin ihre Stimme über längere Entfernung hinweg kontrollieren. Erhöht die Reichweite von Sirins defensiven Liedern. Klingt auch nicht schlecht. Magie und List-Skills erhalten Erfahrung. Zusätzliche Zauberplätze ist auch immer gut. Wir haben noch 7 Punkte. Oh, Verteidigung erhöhen klingt auch nicht schlecht. Sirins Ehre erhöht die Effektivität der Rüstung. Ja, klingt auch nicht. Einen feindlichen Effekt entfernen. Ich gebe auch mal da einen Punkt drauf, auch wenn ich nicht genau mache, weiß, was ich macht. Wenn Sirin keine schwere Rüstung trägt, ist sie immun gegen Kampf. Oh, das ist nett. Noch mehr Reichweite für defensive Lieder. Und ja, ich bleibe erstmal bei Frieden. Mit einigen leisen Noten entfesselt Sirin eine Welle eisigen Windes, die über Feinde wegspült und sie eingefroren zurücklässt. Klingt nicht schlecht.
Eri der Rast. Siriens Eri der Rast kann nur den Verschöpfer vollkommen bewusstlosen Verwündeten erreichen und diese wieder. Oh, das ist nicht schlecht. Das sollte ich vielleicht auch mal machen. Verbündete wiederbeleben.